Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Wir sind jetzt hier immer noch in Novigrad unterwegs und müssen jetzt Bescheid geben für die Lunden, damit wir in Sicherheit, oder beziehungsweise damit das Stück, was wir aufführen, sich auch verbreitet. Für die Ordner, also die Schlägertypen, die verhindern, dass halt alles in Ordnung bleibt, haben wir uns schon gekümmert. Jetzt muss im Endeffekt nur noch die Lunden Bescheid gegeben werden. Und die sollen hier sein. Mal gucken. Hübsche Melodie, aber verdammt traurig. Dann drückt sie meine Stimmung aus. Was suchst du hier? Ich suche die Lunden. Bin ich hier richtig? Ich suche die Lunden. Seid ihr das? Wir haben kein Geld. Lass uns in Frieden. Da liegt wohl ein Irrtum vor. Oh, tut mir leid. Ich dachte, der Vermieter hätte uns wieder einen Schläger geschickt. Ein Schläger? Ja, cool. Danke fürs Kompliment. Ein Schläger? Schmeichelhaft. Danke. Vergib uns. Du siehst gefährlich aus und wir hatten in letzter Zeit reichlich Ärger. Nissa ist mit den Nerven am Ende. Wie wir alle. Ich hätte eventuell Arbeit für euch. Ich will kein Geld von euch. Im Gegenteil, ich hätte welches. Sofern ihr die Kunde von Madame Irinas neuem Stück in der Stadt verbreitet. Oh, das geht leider nicht. Seit der Premiere unserer folgenreichen Ballade »Heiliger Himmelfahrt, fromm ist er nicht, fressen und huren, das kann er, der Wicht«, werden wir von Fettsacks Bande verfolgt. Lol. Fettsacks Bande? Ach, Strauchdiebe. Vom Kult bezahlt. Die Stadt wimmelt von solchen Banden. Sie haben Nissa bedroht. Wollten ihr die spitzen Ohren mit einem Schnitzmesser abrunden. Sie lassen uns nicht auftreten, vergraulen das Publikum, zerstören die Instrumente. Und neuerdings lauern sie uns direkt vor dem Haus auf. Wir wissen nicht weiter. Haben sie denn einen von euch verletzt? Haben sie einen von euch verletzt? Noch nicht. Aber das ist nur eine Frage der Zeit. Okay. Nissa hat gehört, dass sie irgendwas anzünden wollen. Macht ihr das Stück bekannt, wenn ich euch helfe? Und wenn ich euch Fettsack und seine Jungs vom Hals schaffe, werbt ihr dann für Irinas Stück? Ja, aber das wird nicht einfach. Die lassen nicht mit sich reden. Ich bin sowieso kein großer Redner. Einfach draufhauen. So gefällt mir das, Geralt. Wo sind die denn? Auch hier gleich in der Nähe. Lol, das passt sicher. Das finde ich gut. Nun denn. Sag das nochmal, wenn du. Du hast bestimmt so manches Herz gebrochen. Ich habe gar nichts gesagt. Er ist nicht nur ein. Ihr seid das also. Hey, Fetzer, guck, was wir hier haben. Spinnig oder hast du Katzenaugen? Ja, tatsächlich hat wohl ein Gossenkater seine Mutter gevögelt. Was treibst du in der Stadt des ewigen Feuers, Miezekatze? Lass die Lunden in Ruhe. Lass die Lunden in Ruhe. Die Würmer, die Hierarch Himmelfahrt beleidigt haben, ihn einen Freier genannt haben? Lieber trete ich die heilige Flamme aus. Sag den verdammten Dichtern, sie sollen herkommen. Wir rammen ihnen die Flöten in die blasphemischen Ärsche. Dann pfeifen sie ein anderes Liedchen bei jedem Furz. Lasst sie in Ruhe. Lasst die Lunden in Ruhe. Ja, wir lassen sie in Ruhe. Was zur Hölle? Schwarze Magie. Er ist ein Magier. Auf ihn. Verfluchte Scheiße. Reißt euch zusammen, Jungs. Naja, ich hab's im Guten versucht. Verdammt. Genug, Jungs. Weg hier. Oh, das war's schon. Ach, dieser Anblick. Denen hast du's gegeben. Eins, zwei über den Rücken, dann wumm, voll auf die Birne. Endlich kann ich rausgehen, ohne mich unter einer Kapuze zu verstecken. Oh, danke vielmals. Bitte. Das war doch nichts. Und ob das was war? Glaub nicht, dass wir unser Versprechen vergessen. Wir singen uns die Kehlen wund, um Irinas neues Stück zu preisen. Was nehmt ihr dafür? Kein Kopper. Du hast uns geholfen. Warum sollen wir dir nicht helfen? Wir kriegen die halbe Stadt in das Stück. Wart's ab.
Einige schnelle Vorbereitungen und dann sind wir auf der Straße. Bis zum nächsten Mal. Okay, cool. Mit einem Stück zum Erfolg. 7 Erfahrungspunkte. Wow, es lohnt sich noch. Yay. Okay, cool. Dann haben wir die Lunden auch fertig. Jetzt können wir mit Irina Renade sprechen, um eventuell bald dann das Stück aufzuspielen oder sprechen oder wie auch immer. Da bin ich ja mal sehr gespannt, muss ich sagen. Das hält mindestens 2 Tage. Man muss sich an eine gute Stelle drängeln. Ja. So, warte mal. Siehst du, Hall? Masse mag wichtig sein, aber die Technik macht den Unterschied. Alles Lächeln. Linke Tür. Oh, wir haben ein paar Schläger, die aufpassen. Und dann können wir mal nach hinten gehen und Bescheid sagen, dass wir soweit fertig sind. Das, was uns aufgetragen wurde, ist durch. Ach, da bist du ja. Ja. Ich habe einige Ordner anheuern können. Wunderbar. Ein Problem weniger. Der Text. Wir müssen darüber reden. Ich wollte über den Text reden. Ist nicht schlecht geschrieben. Eigentlich gefällt er mir sehr gut. Ich wollte Dudu zuliebe nicht auf meinen Ansprüchen bestehen, aber das hier könnte sehr interessant sein. Okay. Ich weiß schon genau, wie ich den Diener, den Hexer und die Königin besetze. Aber für Prinz und Prinzessin fällt mir noch niemand ein. Wer spielt den Hexer? Ich frage erstmal, verdient man hier gut? Bringen diese Vorstellungen viel Geld ein? Tja, kommt drauf an. An guten Tagen passen kaum alle Zuschauer auf den Platz. Und mal sind wir wieder froh, wenn wir auf eine Handvoll Kopper kommen. Du bekommst natürlich auch eine Gage. Du bist jetzt Mitglied des Ensembles. Danke. Okay. Ja, Hexer wissen wir natürlich schon, wer den spielen darf. Wer spielt den Hexer? Ein Laie. Ich arbeite zum ersten Mal mit ihm. Aber der kriegt das schon hin. Neu in der Truppe? In gewisser Weise. Ach, du weißt doch genau, dass ich von dir spreche. Ich bin aber kein Schauspieler, ich habe aber kein Talent dafür. Ich bin kein Schauspieler. Es ist dir vielleicht nicht aufgefallen, aber mein emotionaler Ausdruck ist nicht der beste. Aber das ist doch ideal. Du spielst doch den Hexer, nicht die Prinzessin. Außerdem musst du natürlich auf die Bühne. Dudu musst dich sehen. Das ist ja der Sinn des Ganzen. Du hast recht. Hab nur nicht damit gerechnet, sowas tun zu müssen. Das wird schon, mein Lieber. Stolzier einfach mit einem großen Schwert in der Hand auf die Bühne, schau finster drein und sag mit tiefer Stimme ein paar Sätze. Schaffst du das? Wahrscheinlich. Mal gucken. Reden wir über die Prinzessin. Also, die Prinzessin. Kleine, aber wichtige Rolle. Fällt dir jemand ein, der sie spielen könnte? Priscilla wäre die naheliegende Wahl. Sie ist jung und schön, aber ich habe mehr Bühnenerfahrung. Ich denke mal Priscilla. Sie hat ja auch das Stück geschrieben. Das sollte Priscilla tun. Nichts für ungut, aber die meisten Leute... finden Aussehen wichtiger als Talent. Verstehe. Ich sag ihr Bescheid. Sie wird zweifellos entzückend sein. Reden wir über den Prinzen. Wer sollte deiner Meinung nach den Dopplerprinzen spielen? Ich versuche mich zwischen 2 Kandidaten zu entscheiden. Abelardrizza wäre die sichere Wahl. Seit Jahren bei der Truppe, technisch makellos. Aber er reißt die Leute nicht gerade vom Hocker. Und die andere Möglichkeit? Maxime Bollière. Herausragender Schauspieler. Das Publikum liebt ihn. Aber man weiß nie, ob er nüchtern ist oder überhaupt kommt. Dann würde ich sagen Abelard. Nehmen wir Abelard. Besser ein zuverlässiger Handwerker als ein unberechenbarer Künstler. Gut so. Das Projekt ist auch ohne Maxime schon riskant genug. Sieht so aus. Endlich habe ich die Besetzung. Gut, ich habe endlich die Besetzung. Sieht ganz so aus. Bist du bereit, dich in deine Karriere als Verkleidungskünstler zu stürzen? Ich musste noch meinen Text vorher lernen. Ich glaube, das sollte ich wirklich machen. Ich arbeite dran. Ich muss noch meinen Text lernen.
Ganz schön viel zum Auswendiglernen. Für jemanden, der ein Bestiarium und Dutzende alchemistischer Tränke auswendig weiß, sind so ein paar gereimte Zeilen doch ein Klacks. Viel Glück. Na, mal gucken. So. Spiel speichern. Und dann lesen wir uns das nochmal mit dem Text durch, weil ich glaube, je präziser wir den aufführen, den Text, desto besser ist hinter das Endresultat. Ist natürlich logisch. Die Erlösung des Dopplers. Nur Bestien von übler Natur töte ich. Vielleicht trinkt's ja inmitten der Gäste ein Bier. Sie liebten und mag er auch Anderling sein. Sondern Bosheit im Herzen wie dem hier, oh Graus. Doppler sind keine Monster. Ob ich mir das merken kann, weiß ich nicht. Ich könnte es natürlich jetzt aufschreiben, aber dann ist irgendwie der Spaß weg. Ich probier's mal. Ah, da bist du ja. Ja, wir können loslegen. Und? Kommt dir der Premiere schon näher? Hellebardenträger Nummer 2 sitzt in der Requisite und heult. Sonst läuft's prima. Und okay. Du? Schon bereit? Jawohl, können loslegen. Also gut, fangen wir an. Bringen wir es hinter mich. Das sagen alle beim ersten Mal. Und dann kriegt man sie gar nicht mehr runter von der Bühne. Es ist toll, du wirst sehen. Sultan? Was machst du denn hier? Prissy hat mir erzählt, dass sie ein Stück mit dir in der Hauptrolle aufführt. Ja. Ich spiele nicht die Hauptrolle. Und da würde ich mich doch eher rasieren, als das zu verpassen. Erzähl, trittst du in Strumpfhosen und Schamkapsel auf? Komm, Geralt, du musst dich vor dem Auftritt konzentrieren. Viel Erfolg. Danke, Sultan. Meine Damen und Herren, ehrbare Bürger der geweihten Stadt Novigrad, willkommen! Wir haben eine herzzerreißende Geschichte für euch. Sie heißt Die Erlösung des Dopplers. Die Darsteller: Hexer Geralt als er selbst, Katharina als Königin, Leo Riebe als treuer Diener. Als Prinz seht ihr einen Veteranen der Novigrader Bühnen, Abelard Ritzer. Und als Prinzessin die entzückende Bardin mit Nachtigallenstimme, Priscilla. Oh oh, dann bin ich ja mal gespannt. Erster Akt. Hoheit, der Schlechter der Monster spricht vor. Er kam, wie ihr wünschtet, und steht vor dem Tor. Ich muss mit ihm sprechen, drum nichts wie herein. Des Monsters Braut soll meine Tochter nicht sein. Hexer, dein Wirken ist wahrlich sehr wichtig. Monster sind an dieser Tafel nicht richtig. Halt darum Ausschau. Und kommt es, schlag zu. Und deiner Königin Dank erntest du. Das Monster töten macht mir Spaß. Nee, das er. Nur Bestien von übler Natur töte ich. Ein ruchloser Mörder? Nein, das bin ich nicht. Der hirnlose Hexer geht uns auf den Leim. Ich leuchte ihm später noch anständig heim. Okay. Das Monster wird kommen. Der Hexer schlägt's tot. So bringen wir rasch wieder alles ins Lot. Doch ach, meine Kleine wird unglücklich sein. Doch Jungfer und Monster, das darf nicht sein. Nein. Da stand eben gar nicht da, das, was ich sagen sollte, oder? Zweiter Akt. Hier sind wir versammelt, in edelster Rund, zu feiern der holden Verlobung zur Stund. Doch ach, kein Monster erspäh ich hier. Vielleicht unter den Vielleicht Gästen. Vielleicht trinkt's ja inmitten der Gäste ein Bier. Das war schon mal richtig. Das davor war, glaube ich, falsch. Dritter Akt. Die Leidenschaft in unseren Herzen
ist voller Heimlichkeit, Täuschung und Schmerzen. Heute sei Schluss damit. Werd meine Braut. Denn du bist die Schönste, die ich je angeschaut. Oh, Liebster, mein Ja, wie wunderbar! Trinken wir darauf vorzüglichen Wein. Das Paar, es möge gesegnet sein. Verrat! Dieser Wein ist mit Silber versehen. Nun muss ich mein monsterlich Wesen gestehen. Potzblitz, der Prinz ist ein Doppler, oh nein! Ich weiß es nicht. Sie liebt ihn und mag er auch Anderling sein. Ja, haben wir geschafft. Dort, Hexer, ist das Biest, das ich erwähnt. Töte es rasch, wie bestellt und ersehnt. Nicht doch, halt ein! Der Mann dort ist mein! Fort mit den Waffen. Ein Doppler ist er? Als ob schon deswegen ein Monster er wäre. Die äußere Gestalt macht das Monster nicht aus. Sondern Bosheit im Herzen. Sondern Bosheit im Herzen, wie dem hier, oh Graus. Recht hast du, Hexer. Er schmiedete Ränke. War, glaube ich, auch nicht richtig. Auf dass er nach seinem Bedarfe mich lenke. Der Doppler soll leben, meine Tochter sei sein. Sie liebt, was er ist, darum wird er sie freien. So schließen wir. Und die Moral der Geschichte... Doppler sind keine Monster. Doppler sind keine Monster, drum tötet sie nicht. Der Hexer ist wahrlich ein Doppler-Freund. Du. Doch du, Schurke, bist unser aller Feind. Wachen, kommt her! In den Kerker muss er! Hey, hört ihr, was die Prinzessin sagt? Kommt hoch! Also los, Meister! Rauf da! Rauf auf die Bühne! Werf den Verräter in den Kerker! Keine Angst. Es werden noch alle glücklich bis an ihr Ende leben. Prinzessin und Doppler vermählten sich gleich. Und sogar das Dienerherz wurde dabei weich. Doppler auf den Scheiterhaufen! Verbrennt sie! Recht hat er! Hey Schauspieler, kennt ihr die Gebote des ewigen Feuers nicht? Ketzer! Man sollte ihnen Respekt vor dem Glauben einbläuen! Hm. Was faselt ihr da? Maul halten und klatschen, oder ich reiß euch neue Arschlöcher! Du willst mir ein neues? Das werden wir ja sehen! Los, Jungs! Gebt ihnen einen Vorgeschmack auf die Hölle, im Namen des Kults. Hilf uns, Hexer. Wir schaffen sie nicht alleine. Jawohl. Aber erst in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Macht es gut. Bis dahin. Und tschüss.